Das gucken wir. Perfekt. Das muss ich sehen, weil ich muss noch gewinnen. Es gibt den zweiten Teil vom Quiz und wieder einmal wird euer Lustikus, Moderator, Liebling der Herzen, Führer und Verführer Hakon sämtliche Fragen immer richtig beantworten. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, als Hakon einen Fischer eigenhändig dazu gebracht hat, das Fischen zu beenden und stattdessen ein veganes Karottenfeld anlegte. Geht los ab jetzt. Microsoft Excel hat welche Farbe? Das Grün. Logo. Oh ja, Grün. grün. Richtig. Kevin, richtig oder falsch? Ein Rasenmäher mäht den Rasen. Kevin, Richtig? das ist Digga. schwer heute, Richtig. Ja, Digga. was kriegt Ja. dafür Ich Fragen? sag's, wie es ist, ne? Ich fick auch heute jeden in der Runde. Okay, das ist unangemessen. Ich meine jeden Teilnehmer. Ich meine selbstverständlich, dass ich jeden Teilnehmer in dieser Runde ficken werde. Und zwar aber auch nur durch mein krasses Wissen. Ich Was? krieg die harten Fragen, ich krieg die harten Fragen. Revi, richtig oder falsch? Deutschland ist in den Top 3 der männlichen Klatzenquote im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Richtig. Ja. Ja. Nie drückt man im Geil. Browser Einer ist unter Steuerung uns. und W, öffnet sich welches Programm? Nicht drücken jetzt. Minecraft? Einstellen. Drückt man im Browser Steuerung W, welches Programm? Minecraft? Ach Hugo, bitte mach mal wirklich digital Detox. Keins ist, der Tab wird geschlossen. Zabex, richtig oder falsch? Marmor ist eine Holzart. Falsch. Nee. Genau. Hugo, wenn man nachts um 5 Uhr schlafen geht und der Wecker um 11:30 Uhr klingelt, hat man wie viele Stunden Schlaf? Kann ich nicht. Zu Sechs wenig. Stunden 30. Ja. Nuriax, wie viele Hs sind in dieser Wer ist Frage? denn Nuriax? Ach so, er. Boah. Nuriax, wie viele Hs? Eins. Eins. Ah, nee, Fra. Nee, eins. Frage. Eins. Ja, Kevin, nenne eine Ziffer, die durch 2 teilbar ist. Vier? Das ist hier miau. Zwei. Ja. Kevin, die Fragen, Digga. Boah, meine Fragen sind so Revi, geil. richtig oder falsch? Ein Twitch-User kann maximal 3 Mod-Kommentare bekommen. Falsch. Ja? Nee, ist falsch. Digga, ich habe keine Mods, ich stream nie. Was soll die Scheiße? Ich kenne einige Nutzer, die wirklich im hohen zweistelligen Bereich Kommentare haben. Nick, wie viele Kilometer ist ein Marathon lang? Das kommt auf den Marathon drauf an. Ich würde sagen 80. Oh, na. 42. Zabex, welche Form hat der Code von Wombats? Würfel. Muss er wissen. Ich würde jetzt nicht sagen, die sind eckig, ich würde sagen, so eine Kugel, wie so ein Tischtennisball, aber ein bisschen kleiner. Es ist Würfelform, einziges Tier mit würfelförmigen Perfekt. Code. Ja. Schade. Einfach 3D-Drucker, Bro, what the fuck? Yeah, no joke. Hugo, richtig oder falsch? Der Hauptbestandteil von Luft ist Sorry. Sauerstoff. Ja. Nee, ist falsch. Nuriax, wie viele Augen hat eine Was? Spinne? Hast du Shared Mod-Kommentar an? Einen. I see it all. Boah, also haben alle Spinnen dieselben viele Augen, oder gibt es nicht so Arten, die andere Augen haben oder Dann geh so? davon aus, wie viel die meisten Spinnen haben, falls Acht es wirklich Minecraft-Spinnen. nicht So haben. 16? Echt Acht. viele. Okay, acht oder Richtiger, ich 16. 16 Und Augen. Zeit Doch, ich ist gebe selber welche mit rum. 16, 100%. Okay, wir hatten Nick mit Marathon, Zabes mit der Kacke, Hugo mit Stickstoff, was obviously Mit Minecraft. Mehr im, also. Hä? Sie hat gesagt, hat Ja, Luft aber Sauerstoff. ja, in der Luft Der befindet sich aber mehr Stickstoff als Hauptbestandteil. Sauerstoff und Ja, Dings, keine Ahnung, Marcel Alter. mit irgendeiner Scheiße. Bro, noch nie mit einem Wombat Nie Kontakt gehabt. bitte? Marathon ist quatschig, sage Was ich. war, Ja, was hat, ja. was hat Nie gesagt? Das habe ich nicht gehört. Bisher habe ich wieder gewonnen. Marathon, Marathon so ist 42 immer. Anstatt, also, nein, ich habe gesagt, 42. Marathon ist immer anstatt 42 42. Kilometer. Ja, 80 gesagt. Okay, ist stark, ja. Alright, Hugo hat gewotet für Nick, Nick für Hugo und der ganze Rest hat für Nick gewotet. Heißt, Oh Nick mein verliert Gott. sein erstes Digga, Nick, Herz. du hast was gegen mich, ne? Nee. Du hast mich Langsam würde ich mir mal Gedanken durchgewotet. machen. Ja, Wer da dumme besser ist. Antworten waren in den letzten Runden, aber jetzt musste ich halt irgendwie voten, okay? Okay, Norix hat die letzte. So wie Fortnite? Letzte Frage, dann geht die erste jetzt an Kevin. Ihr kriegt wieder 3 Minuten ab jetzt. Wie macht die Katze? Was kommt bei Gewitter zuerst, der Blitz oder der Donner? Blitz. Der Blitz. Richtig. Revi, wie viele Farben hat ein Regenbogen?
5. 7. Ja. Oh, war richtig! Nick, wie viele Buchstaben hat das deutsche Alphabet? 26. 26? Richtig. Zabex, welcher Berg ist der höchste Berg der Alpen? Das ist die Zugspitze, würde ich mal fragen. Der Alpenberg. Ist der Mont Blanc. Ach, guck mal hier! Wer sich wieder nicht zu fein ist, hier mal ein bisschen hier auf Reichweiten snackende Art und Weise hier, sich einfach mal kurz ins Bild reinzuschieben, ne? Klaus von den Klupper-Twins. Oh, nee. Och, das kenne ich nicht. Ich kenne nur LeBlanc von League of Legends. Hugo, richtig oder falsch? Das Gemälde mit dem Namen Der Schrei wurde von Vincent van Gogh gemalt. Falsch. Richtig. Falsch. Das ist von Edvard Munch. Weißt du. Noriax, was gehört laut dem Reinheitsgebot in Bier? Hefe. Hopfen. Weizen. Paar Prozente. Hefe, Weizen. Alkohol, Scheiße, paar Prozente. Alkohol, Wasser. Da kommt kein Alkohol rein, der entsteht. So, hier tun wir noch so einen Schluck Alkohol ins Bier. Blub. Noch was? Also zwei waren richtig Wasser und Hefe und dann wäre es noch Malz und Hopfen gewesen. Welchen Alkoholgehalt hat Bier in Deutschland im Durchschnitt? 5%. 3%? Zwischen 4,8 und 5,5. Hätte ich im Kopf. Alter, so, okay. Rebi, mit welcher Blutgruppe kann Blut an alle anderen Blutgruppen gespendet werden? Null negativ. A, B negativ. Es ist null negativ. Boah, wie konnte ich so schlau werden und trotzdem auf Twitch streamen? Sag's mir doch mal einer. Ah, null negativ, shit. Neek, unter welchem Überbegriff sind Steam, Epic Games, Riot und Ubisoft Connect bekannt? Unter welchem Überbegriff? Ja, das sind Launcher. Spieleplattform. Ja. Zabex, welches YouTube-Video hat die meisten Aufrufe? Das ist doch Einfach, welches Video hat die meisten Aufrufe? Gangnam Style. Das ist doch Gangnam Style, wa? Nee, Justin Bieber Baby. Es wäre Baby Shark gewesen, Baby Shark Wap. Dance. Wirklich, Bruder. Hugo, wie viele Mitgliedstaaten hat die EU? Ja, wenn er das beantwortet, dann schiebe ich mir 27. 16. 27. Noriax, wahr oder falsch? Der schnellste jemals gemessene Tennisaufschlag ist in etwa so schnell wie die Höchstgeschwindigkeit des neuen ICEs. Wie schnell ist der neue ICE? Bro. Das würde ja übel helfen. Okay, ja. Ich glaube so ungefähr ist 4 wahr. Oder so, ich, dann denke ich mal falsch. Obwohl, nee. Oh, nee, okay, sorry. Ja, nee, du log ich falsch ein, aber es ist wahr, ja. Kevin, wofür steht in der Physik das Formelzeichen U? Spannung. Richtig. Krass. Kevin. Revi. In welchem Jahr wurde die Berliner Mauer gebaut? Wir haben angefangen, glaube ich, 1956. 61. Ich war dumm wegen Dings, wegen Blutgruppe und Mauer. Hugo war dumm, weil er Hugo ist. Du hattest auch was, Notti? Der Aufschlag halt. Ich wollte war nochmal korrigieren, aber dann hat sich schon diese Aufschlag. Alex hat auch irgendwas in erster Linie Herpes. Weiß nicht mehr, nichts. Doch, hast du. Du hast was drauf. Nein, Souveräner war bei dir. Mann, keine Ahnung, Bruder. Zugspitze war dumm, oh mein Gott, Montblanc. Ja, stimmt, Zugspitze war überdumm. Was war die Frage davon? Zugspitze ist Deutschland. Zugspitze ist Deutschland. Ja, aber Deutschland ist Europa. Ja, nee, zu frech. Zugspitze ist Deutschland. Ich kann ja auch eine ganz gute SpongeBob-Parodie. Alter. Die Impression war stark, ja, nee, doch. Hugo hat Zabex gevotet, Revi hat Zabex gevotet, Nick hat Revi gevotet, Zabex hat Revi gevotet. Antifaschistische Schutzwall aus Bauschaum. Ein Raumtrenner. Kevin hat Zabex gevotet und Noreas hat auch Zabex gevotet. Dementsprechend hau rein! Zabex leider Hugo, rein. Wiedersehen! Du magst die Schlacht gewonnen haben, aber der Krieg ist noch nicht vorbei. Geh mal raus. Schuld hat aber auch nur Philo, weil der ins Bild gelaufen ist. Der hat Zabex sabotiert. Tschüss! Ciao, Bruder. Ja, kann ich noch eine Runde drin bleiben, zugucken? Weißt du was? Ja. Geh einfach offline, scheiß drauf. Du hast doch den Hintergrund. Alright, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Wieder 3 Minuten. Wir machen ein paar Quick-Runden. Wir machen mal auf 2 Minuten jetzt. Und der Timer geht los ab jetzt. Nick, was ist die am meisten gesprochene Sprache auf der Welt? Chinesisch. Nicht Muttersprache, einfach die meistgesprochene Sprache. Chinesisch? Englisch? Nein, es wäre Englisch gewesen. Hugo, buchstabiere das Wort Billard. B-I-L-L-I-A-R-D. B-I-L-L-A-I-R-D? Ohne das I. Billard. Noriax, nach wem wurde Kolumbien benannt? Boah, das ist also... Nach Kolumbus? Also, Kolumbus? Ja. Echt? Kevin, wie viele Milliliter sind ein Liter? Ich weiß, das hatten wir schon mal. 1000. Aufgepasst, ja. Revi, wie viele Beine hat eine Biene? 6. Richtig.
Nick, was, wie lautet die Bezeichnung für einen Arzt, der sich um Nase, den Hals und den Ohrenbereich kümmert? HNO. HNO. Arzt. Richtig. Ja, HNO. Hugo. Ich war da schon mal. Welches Gerät zeigt die Himmelsrichtung an? Kompass. Kompass. Richtig. Noreax, wie lange kann man ohne Wasser überleben? Im Tagen im Durchschnitt? Boah, so ungefähr eine Woche, glaube ich, 7 Tage. 2 Wochen. Das sind drei ohne Wasser. Ab jetzt, ich bringe 7 Tage nichts. Passt auf, ich beweise euch. Kevin, wo geht die Sonne unter? Oh nein. Wo geht die Sonne unter im Westen? Oh mein Duisburg. Gott, Westen. Duisburg, Duisburg. Ja, und Revi. Wo geht die Sonne unter in Duisburg? Wo geht die Sonne auf? Im Osten. Im Osten. Richtig. Nick, richtig oder falsch? Grau ist eine bunte Farbe. Da kann man nur falsch drauf antworten. Richtig. Das ist so deep gerade, holy shit. Das ist wirklich so philosophisch. Ja, es ist keine bunte Farbe. Ja, richtig. Hugo, welche Stadt in Australien hat die... Okay. Er will hier jede Runde, Digga. Nick war dumm, Englisch. Englisch war dumm mit Chinesisch. Notzi hat gesagt, eine Woche ohne Wasser. Ja, eine Woche ohne Wasser ist aber fucking stupid. Nein. Das ist wirklich echt super dumm. Ich darf immer, wenn ich was sage, ihr dürft nicht direkt auflösen, weil ich denke immer laut so. Ich wollte nochmal... Oder du bist so dieser typische, Person, die im Unterricht nochmal so nachfragt. Wie war die Frage? Ja, okay. Ugo, konnt ihr Billard nicht buchstabieren? Warum darf Papa Platte zweimal mitspielen in der Runde? Das finde ich ein bisschen unfair. Ich meine, ja, der ist unterhaltsam und lustig und berühmt. Aber dass der gleich zweimal mitmachen darf, finde ich frech. Ich bin Luxemburger. Nein, halt deine Fresse. Du bist unsere Sprache. Das ist ein englisches Wort auch. Ich glaube, es gibt keine Frage, die Hugo falsch hat, wo er nicht... Warum bist du nicht dabei? Das ist eine vollkommen berechtigte Frage, die ich jetzt ja auch einfach mal stellen muss. Warum werde ich da nicht eingeladen? Wahrscheinlich, weil mich keiner liebt. Deshalb. Und weil ich irrelevant bin. Naja, wir gucken auch jetzt gerade nur 4000 Leute zu auf Twitch, auch wenn nicht so viele im Chat schreiben, aber okay. Na ja, gut. Ich gesagt, dass er aus Luxemburg kommt. Die fürchten mich. Ich denke mal, die fürchten mich und meine Intelligenz, weil ich die einfach alle zerstören würde. Kevin, wie macht der Hund? Digga, ich musste Milliliter machen. Wie macht der Hund? Was ich hab das Gefühl, Digga, dass hier ein Muster ist, Kevin. Auf der Rasenmäher. Rasenmäher, Digga. Kevin, mach mal einen Huhn nach. Gok, gok. Sehr gut, Kevin. Revi, der Umfang der Sonne beträgt in der quadratischen Formel was? Nick hat Chinesisch statt Englisch gesagt. Er ist Luxemburger, hör auf! Alright, haben alle gevotet. Hugo hat gevotet für Noreax, Revi für Noreax, Nick für Noreax, Noreax. Ich reiß dein Neo-Schild runter, Revi, dafür. Ich reiß das Schild runter, Revi. Dein Schild gefallen. Ich werde dir die Haare runterreißen. Dafür verliert Noreax sein Essensherz. Besser wär's. Danke, Strom sparen. Alright, damit hat Revi noch 3 Herzen. Noreax, Nick und Kevin haben 2 und Hugo hängt immer noch auf seinem 1 Herz. Letzte Frage. Jetzt gehen sie auf Revi. Jetzt werden sie zusammen versuchen, Revi platt zu machen. War die von Hugo, die er nicht fertig gehört hat und jetzt direkt weiter beantwortet. 2 Minuten ab jetzt. Hugo, welche Stadt in Australien hat die meisten Einwohner? Sydney. Die von Föhn. Wie heißt die? Oh nein. Muschigen. Was hat er gesagt? Muschigen, Digga. Muschigen, das ist verrückt, oder? Das geht nicht. Es wäre auf jeden Fall Sydney gewesen. Nuria. Siehst du, Sydney? Who knows? Australo. Wissenschaftler. Hakon. He knows. Welches ist das flächenmäßig größte Bundesland in Deutschland? NRW. Bayern. Das wäre Bayern gewesen. Oh Bayern! Mein Gott, sprengt Bayern. Kevin. Keiner kann Muschigen toppen. Ja. Der Buchstabe ist der letzte im griechischen Alphabet. Omega. Und Kevin, Hund. Omega, ich weiß es nicht. Richtig. Ja, Revi, wie viel wiegt 1 Liter Wasser? Was? Wie viel wiegt 1 Liter Wasser 1 Kilo? 1 Liter Wasser wiegt 1 Kilogramm. Richtig. An welchem Tag ist Weihnachten, wenn Silvester am Mittwoch ist? Mittwoch. Richtig. Hugo, welches Organ ist das größte des Menschen? Die Haut. Dings. Blinddarm. Die Blinddarm.
Blinddarm wirklich? Warum nicht, wer hätte ja zumindest Lunge sagen können oder so? Blinddarm. Brudi, da sind aber biologisch, müssen wir da einigen Stellen nochmal nachziehen. Haut. Ja, Haut. Oder mein Was? Ach so. Ah. Was? Sorry, was? Was genau? Noriax, in welchem Jahr war der Release von GTA 5? 2013. Richtig. Kevin, wie viele 10 hat ein Blauwal? 2000 Spiel. Wie viele 10? Oder 10, ne? Ist nicht. 512. Stunden, sorry. Wie viele 10 hat ein Blauwal? Hm? 2. 200. Keine. Revi, was ist der wichtigste Atemmuskel? Die Lunge? Zwerchfell und Zeit. Dumm! Crazy. Ja. Alright, ihr könnt wieder warten. Ja, Bro, Muschigen. Muschigen, Muschigen, Digga, ist. Muschigen wär falsch gewesen, aber Muschigen ist krass. Ich hab's falsch. Ich wollte eigentlich. Wie heißt das? Melbourne. War das Melbourne? Das war Melbourne! Ihr müsst wissen, er ist halt Luxemburger. Also ja, er kann das nicht wissen. Er ist ja nicht Australier. Woher soll er das wissen? Er war noch nie in Muschigen. Und viele Leute wissen nicht, Muschigen ist eine große Stadt in Luxemburg. Hugo hat gevotet für Noriax, Nick für Hugo, Noriax für das war, Hugo, ich hab auf dich gewettet, du bist mein Pferd. Wieso legt Nick immer auf? Damit ist Hugo draußen. Ich hol das für dich, Hugo. Mach das. Mach's gut, Hugo. Jetzt wird's nur noch halb so lustig. Mach's gut, Bruder. Danke. Mach bitte auch gleich den PC aus, wenn du schon mal raus bist. Und geh vielleicht einfach mal ein bisschen spazieren. So ohne Handy oder so. Einfach mal vielleicht an den See setzen und ein Eis essen oder so. Und auch mal den Moment auch einfach mal wahrnehmen. Danke, dass du mal was gesagt hast, Hugo. Viel Spaß ohne mich. Tschüss. Alright, die letzten vier. Jetzt wird's nochmal spannend. Dann kommt jetzt als nächstes Kevin. 2 Minuten ab jetzt. Kevin, was bedeutet der Code? Kurz, lang, kurz, kurz. A. SOS. Wie A. Achso, ja, nee. Das ist einfach Buchstabe. Nevermind. Aber ich glaube, es war auch falsch bei uns, weil es eigentlich 3 kurz, 3 lang, 3 kurz ist. Ja, eben, das ist SOS. Revi, wie lange braucht der Mond, um die Erde zu umrunden? Eins? 31 Tage, also einen Monat. Oder 30 Tage gestern. 27. Ja, fuck it, man. Nick, was ist der Fachbegriff für Narkose? Amnästhesie. Windbeutel. Hibernation? Was hast du gesagt? Ja, Hibernation, aber es ist dieser Kälteschlaf, den wir in den Raumschiffen benutzen. Ah, nee, es wäre Anästhesie gewesen. Habe ich Amnesie gesagt? Ich meinte aber schon Anästhesie. Amnesie ist das, was ich hier jeden Tag habe, wenn ich den Computer ausmache und nicht mehr weiß, wo ich bin. Hatakon Amnestie. Ja, Amnesty International habe ich gemeint. Boah, Bro, er findet einfach Wörter. Noriax, welche Farbe ist die äußerste Farbe eines Regenbogens? Ganz oben oder ganz unten? Außen ist oben. Okay, rot. Rot. Ja. Kevin, in welchem Jahr erschien das erste iPhone? 2001. Nee, warte, es war 2006. 2007. Scheiße. Revi, wie heißt die derzeit größte Raumstation? ISS. Richtig. Nicht zu verwechseln mit so einer Gruppe, egal. Egal. Nick, was versteht man unter Klaustrophobie? Wenn man Angst vor Klaustrophobie. Angst vor zu engen Räumen. Wenn man Angst vor Leuten mit Klaustrophobie hat. Wenn man Angst vor engen Räumen oder. Ja. Noriax, die Antarktis ist die größte Wüste der Welt. Richtig oder falsch? Falsch. Richtig? Ja. Die Antarktis ist die größte Wüste der Welt? Richtig? Eiswüste? Ja, das kann ich jetzt, weißt du, ich schreibe jetzt auch Eiswüste in den Chat, ne? So, ich kann auch schön zu Hause in meinem bekifften Sessel sitzen, ne? Kann auch richtig schön zu Hause sitzen, nebenher alles googeln, was gefragt wird, und dann einfach copy-paste in den Chat. Einfach. Richtig. In der Antarktis verdunstet mehr Wasser als Regen fällt. Daher eine Wüste. Ja, komm, ihr seid alle gekauft, ne? Ihr seid alle von Let's Hugo hier.
Und die Zeit ist auch um. Baby, was hattest du nochmal falsch vorhin? Ich habe mich beim Monat um 3 Tage verwirrt. Ich habe 30 gesagt und es waren 27. Bei Nick hatte Anästhesie mit Hibernation falsch. Irgendein Wort, ist einfach ausgedacht. Und du hattest. Ich hatte iPhone falsch. iPhone und SOS, also du bist der Dümmste. Ja, okay, aber SOS war falsch. SOS war falsch. Dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. 2001 war die Zeit, da war so ein Razor. Ich bin in meinem Kopf durch einen Punkt. Minus einfach Punkt, Punkt, die Antwort ist doch klar. Was die Antwort? Bro, hä? Digga, Morsecode halt, what the fuck? Digga, Punkt, gehört. Minus, Punkt, Punkt ist auf jeden Fall ein Buchstabe halt. Das ist L. Ja, das hast du gerade kassiert, Bruder. Alright, ja. Revi. Komplette L. Revi votet für Kevin, Noreax für Neek, Kevin für Revi und Neek für Kevin. Damit verliert Kevin mit 2 Votes sein zweites Herz. Jere. Alright. Aber nehme ich. Damit starten ab. Jetzt. Kevin, wenn man beim Tennis einen Punkt durch Aufschlag erzielt, nennt man das? Ein Point for Beat Off? First Serve, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es wäre ein Ass gewesen. Oh, ah, ja. Das nimmt. Okay, das ist. Revi, wann wurde der Dislike-Button auf YouTube entfernt? 2000. Welches Jahr haben wir? 2023. 17. Was? 21. Oh. 2007. Nick, zu welchem Land gehört die Insel Madeira? Portugal. Richtig. Noreax, welche Stadt ist als Marzipanstadt bekannt? Lübeck. Irgendeine in Österreich. Es ist Lübeck. Es ist nicht Marzipan, Digga. Ich sehe zwar so aus, aber... Ja, du kommst aus Luxemburg. Warte, chill. Nein, chill. Gib mir bitte kurz Zeit. Nee, ist auf Zeit. Luzern? Es wäre Lübeck. Luzern? Die Schweiz? Gewesen. Lübeck? Ja. Da kommt den her. Ja, das weiß man. Und Kevin. Ja, aber ich weiß, was das ist. Ja. Buchstabiere das Wort Tastatur. T-A-S-T-A-T-U-R. S-T-A-T-U-R. Richtig. Revi, was verlor Cinderella aus dem Märchen bei ihrer Flucht vom königlichen Fest? Glasschuh. Ihren Schuh. Richtig. Richtig oder falsch, Nick? Der Mann auf dem Monopoly-Spiel trägt ein Monokel. Das ja. Ist hier Mandela-Effekt, glaube ich. Ich würde sagen... Ja, und ein Zylinder. Der trägt keins. Ist ja. Falsch. Noreax, wie lautet die Tastenkombination, um den Taskmanager bei Windows zu aktivieren? Steuerung Alt entfernen. Steuerung Alt entfernen. Richtig. Kevin, wer spielt Barbie in dem neu verfilmten Barbie-Film von 2023? Eine Frau. Oh, wer heißt sie? Margot Robbie? Heißt sie so? Margot? Ja. Revi, welche Farben hat die brasilianische Flagge? Gelb. Grün, gelb, blau. Grün, weiß. Sind da Outlines? Sind da Outlines in schwarz? Schwarz, I guess? Blau hätte noch schwarz nicht dabei. Blau ist auf dieser Weltkugel, stimmt. Das ist ein riesiger Blau. Nee, jetzt spät. Ja. Das ist echt ein großer Blauer. Nick, wie heißt der höchste Berg Deutschlands? Darmstadt. Das ist die Zugspitze. Richtig. Hast du gerade gesagt, der höchste Berg Deutschlands heißt Darmstadt? Noreax, wo liegt das Tote Meer? Boah, der hat. Kannst du mir auch ein Land nennen, wo es angrenzt? Totes Meer ist. Türkei. Hätte ich auch. An der Türkei? Nee, ich glaube, da ist er nicht mehr. Nee, es ist Rote Meer an der Türkei. Ja. Dumm. Kevin, für was steht die Abkürzung GPU bei einem PC? Grafikprozessor Unit. Graphical Processing Unit? Ich weiß nicht, ob Graphical Processing Unit. Oh, das war krass. Graphics Processing Unit. Ja, also das war krass, ja. Das war krass. Und Zeit ist vorbei. Das Nvidia Investment kommt nicht von irgendwo, Leute. Irgendwas muss man sich ja hier informieren, ne? Bro, Kevin, ich sag dir eins, ne? Smart wäre es wirklich niemals zu verkaufen. Smart wäre es auch nicht zu sagen, dass der verfickte Dislike in 2017 abgeschafft wurde. Bruder, das war vor 7 Jahren, Junge. What ja, stimmt, fuck, stimmt, bro. Stimmt. Ich hab Digga, damals noch... Junge, scheiße, die Pandemie hat echt mein Leben gefickt, ne? Wir leben gar nicht mehr in 2021, oder? Scheiße. Eine bekommen, deshalb. Das ist jetzt erst seit neuestem so. Ja, Marzipanstadt auch. Ja, aber Lübeck weiß man. Ich das nicht gewusst auch. Aber Lübeck hätte man, Lübeck wegen Henke. Und ja, das ist Henke, mein Vater. Man muss auch zur Verteidigung sagen, Marzipan ist halt auch einfach ein useless Produkt. Hä? Bist du dumm oder was? Marzipan ist voll lecker, Papa-Platte. Das ist der erste L-Tag, den ich von dir höre, Bro. Nur am Shit am Talken. Auf der Gamescom gibt's miese Punches ins Face. Hä? Es ja, ist es juckt die einzige. Bro, die weißt einzige du, wie man mit Kuchen abdichten kann? Kuchen. Genau. Ja! Nein. Das ist das genau, Einzige, was Sinn macht. Ansonsten ist es Quark. Bro, wenn du nicht, dass in der Brasilien. Es gibt echt miese, das gibt Brennersalarm. Kann ich dir jetzt schon verraten. Flagge, was Großes Blaues ist. Hab ich doch noch gesagt, haben sie jetzt schon abmoderiert.
Nein, halt die fertig war. Das ist mir auch mal was hinten, oder? Ich will dein Herpes so kaputt hauen. Digga, ich küsse alles hier. Ich küsse alles hier in deinem Büro, Digga. Du bist auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal. Und tschüss. Mitten in der Frage, Digga. Okay, Nick hat gewartet für Revi. Revi hat gewartet für Noreax. Noreax hat gewartet für Revi. Hey, Maya. Und für Revi. Damit verliert Revi sein erstes Herz und ist auch in der Nieder mit dem Millionen. Ach, ich könnte mit drei Dingern gewinnen. Und 3 Minuten startet ab jetzt. Revi, welches Tier ist auf dem Porsche-Logo zu sehen? Ein Springbock, oder? Ist das ein Pferd? Springbock ist gleich Pferd. Springbock? Es ist ein Pferd. Ja, Springbock, Pferd. Springbock, ich hab Pferd ja, gesagt. Nein. Engländer benutzen keine Kilogrammangaben. Welche Einheit verwenden sie? Pounds. Pfund, ja. Ja. Noreax, wie viel Uhr ist 6:45? Ich komme aus Brandenburg. 6:45 ist 18:45 Uhr. Luxemburg. Drei. Oder 7:15. 7:15? Ja. 6:45 Uhr. Ja. Kevin, richtig oder falsch? Die Fledermaus ist das einzige Säugetier, das fliegen kann. Falsch. Nee, ist es wahr. falsch. Ja, richtig reingesnackt ist, so falsch. So, boom. Nee. Wie? Welche Farbe hat der Planet Neptun? Aha, Video endmonetarisiert, toll, top. Block. Ich weiß es nicht, Digga. Der ist orange. Der ist blau. Ich hätte jetzt lila gesagt. Und damit habe ich automatisch auch diese Runde gewonnen. Nick, wie nennt man die Flüssigkeit, die von Bienen produziert wird und Honig enthält? Gelee Royal. Und Honig, ich wollte Honig sagen. Oh, yeah, das okay, das ist krass, das ist krass. Ja, das ist halt basically deren Shit einfach so. Was? Ah nee, ja, das ist die Kotze. Die kotzen das ja. Ja, aber ja. Wie nennt man das? Honig-Exkremität. Das wäre der Nektar gewesen. Noreax. Nektar? Bei uns essen sowas nur die Götter. Seid ihr etwa Götter? Nektar und Ambrosia. Meiner. Welches Land wird als Land der aufgehenden Sonne bezeichnet? Oh. Sachsen-Anhalt. Keine Ahnung. Jerusalem? Wäre Japan gewesen. Naja. Jerusalem. Ich habe nichts mit Japan zu tun. Ich habe noch nie ein Anime geguckt. Wie nennt man einen weiblichen... Ich habe noch nie Anime geguckt. Ja. Ein Schwan. Was ist die Frage? Japan gewesen. Jerusalem. Ich habe nichts mit Japan zu tun. Ich habe noch nie ein Anime geguckt. Wie nennt man. Das ist legit auch das Einzige, wofür man Japan kulturell kennen könnte. Einen weiblichen Schwan. Eine Schwänin? Oder eine Schwankuh? Schwanette. Schwänin. Ist das krass. Oh mein Gott, ist das dumm. Revi, welches ist das einzige metallische Element, was bei Raumtemperatur flüssig ist? Quecksilber. Ja. Nick, welche Sprache wird in Brasilien gesprochen? Portugiesisch. Portugiesisch. Richtig. Noreax, wie nennt man eine Gruppe von Fischen? Schwarm. Schwarm? Ja. Kevin, welches Tier symbolisiert Weisheit in vielen Kulturen? Eule. Ich sag der Adler, aber das ist, glaube ich, nicht richtig. Es wäre die Eule gewesen. Und die Zeit ist um. Ey, wie konnte ich Twitch-Streamer werden? Ich habe ja wirklich was auf dem Kasten. Und jetzt sitze ich hier und gucke mir Videos an und sag ab und zu, lol, Bruder. Was ist denn? Ich habe doch einen akademischen Bildungsabschluss. Warum nutze ich den eigentlich nicht? Darmstadt. Also, ihr dürft wieder voten. Die aufgehende Sonne, das war schon dumm. Ja. Boah, Eule, what the fuck. Kevin hatte auch 2 Sachen falsch. Ja, es hatte beides mit den Vögeln. Ich mag Kevin einfach lieber. Ja, die Vögel haben mich Die Vögel waren am Aber bei Kevin hatte 4 Sachen falsch. Kevin hatte alles falsch. Aber wir fliegen über euch hinweg. Nein, ich hab oder du hast Land der aufgehenden Sonne, hast du Jerusalem gesagt, Bro. Jerusalem ist ja noch richtig gut. Jerusalem, aber Eule auch super. Jerusalem, Eule auch super. Crazy. Ey, wie sagt man Porsche Springbock? Ich hab zuerst Pferd gesagt und dann wieder Springbock, berechtigt. Du wusstest nicht, was Neptunfarbe ist. Oh, weißt du was, ich hab grad für Kevin gewotet, jetzt ich dich und vote für dich. Nein, okay, dann randaliere ich jetzt. Ich randaliere, ich fange an zu randalieren. Okay, mach's wieder dran. Kevin, ich werf's auf den Boden. Würdest du Kevin euch zurück? Dann Leute, Toni streamt nie wieder, wenn wir so weitermachen. Ja, ja, wirklich. Oder die wird für Lifetime-YouTuberin bleiben. Warum will denn der immer alles? Ich frag, warum ich nicht wieder live gehe.
dass diese vier, die könnt ihr flamen. Leid, jeden sorry. Tag könnt ihr in die Chats gehen und schreiben, sorry. Wegen euch. Okay, Revi hat gewonnen für Noriax, Nick für Noriax, Noriax für Revi und Kevin für Noriax. Damit verliert Noriax sein sein zweites Herz. Damit haben Nick und Revi noch zwei Herzen und Noriax und Kevin haben beide ein Herz. Und die letzte Frage war an Kevin mit der Eule, ist die nächste kommt. Wegen dir, Hako? Ne, ich weiß wegen wem. Ich weiß, wegen wem sie nie wieder streamen wird, aber ich glaube, das kostet 50 Bits, das zu sagen, wenn ihr versteht, was ich meine. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Na gut, Timing wäre es gewesen. Kommt an Revi, ihr kriegt mal 3 Minuten ab. Jetzt. Revi, welche Substanz in Tabak verursacht die Sucht? Nikotin. Richtig. Nick, welches Land ist flächenmäßig das größte der Welt? Russland. Ja, ich hätte hier Russland gesagt. Richtig. Zweitgrößtes übrigens Kanada. Dank mir später. Noriax, wie lautet der Name des virtuellen Assistenten bei Apple-Geräten? Siri. Richtig. Kevin, vervollständige das Sprichwort in der Ruhe. Liegt die Kraft. Stopp. Revi, welche imaginäre Linie teilt die Erde in Nord- und Südhalbkugel auf? Äquator. Quadro. Richtig. Nick, die Erde dreht sich im oder gegen den Uhrzeigersinn? Eine Scheibe, die kann sich nicht drehen. Im. Die Sonne meinst du, die rotiert dann drüber. Gegen den Uhrzeigersinn. Noriax, Honig ist das einzige Lebensmittel, was nicht verdirbt. Richtig oder falsch? Was nicht verdirbt. Falsch. Das ist extrem, ich glaube, richtig. Ja. Kevin, echt? Welches Unternehmen hat das Betriebssystem Android entwickelt? Google. Richtig. Revi, buchstabiere das Wort Quintessenz. Q-U-I-N-T-E-S-S-E-N-Z. Z. Quintessenz. Richtig. Nee. Ach ja. Nick, welcher Euroschein wurde am 26. April 2019 nicht mehr von der Deutschen Bundesbank rausgegeben? Der 500-Euro-Schein. 200er. Der 500er. Noriax, wie viele Ecken hat ein Parallelogramm? Boah, Digga. Du hast gerade geschaut, hätte sich eingekackt. Ja, hab ich mich auch. Du brauchst einen neuen Stuhl. Hier. Digga, das weißt du. Nein, das kann doch nicht. Ich kann doch nicht so rausfliegen. Es sind. Brauch eine Antwort. Drei? Vier. Vier. Oh, Mann! Fuck, Alter, wie soll bei drei was parallel sein, Digga? Willst du mich verarschen? Ja, ja, irgendwas parallel sein bei drei? Bitte, ich hatte alles sonst. Ja, ich bin gefickt, ich bin raus. Haut rein. Wie nennt man Videospiele, bei denen die Welt frei erkundbar ist? Open World. Sandbox. Sandbox hätte man auch gelten lassen können, finde ich jetzt. Minecraft ist Sandbox, Open World, komm, ist für mich, das jetzt ihr ganzen Game-Entwickler da draußen, ist natürlich alle, ne, Stefan gibt mir recht, mehr brauche ich auch nicht. Alle anderen können trotzdem was in den Chat schreiben, ich lese es aber nicht. Richtig oder falsch? Zu viel Bass ist weniger schädlich fürs Gehör, kann jedoch die Lungenflügel zusammenklappen lassen. Ja. Richtig. Ja. Nick, welches Land liegt südlich von Deutschland? Zum Südafrika. Beispiel Österreich, Schweiz, ja. Oder Italien. Schweiz oder aber auch Südafrika oder zum Beispiel. Libyen, ne? Der Tschad. Nein. Top. Gut, Zeit ist abgelaufen, ihr könnt voten. Ey, Noria, es war super, dich dabei zu haben, wa? Ja, Jungs, bitte. Überleg kurz. Wie, was sollen wir denn überlegen? Wir alle anderen hatten alles richtig. Die Genick hatte den 200er-Schein, 500er, war klar. Ich habe Quintessenz richtig buchstabiert, lass mich ja, kicken. Das war crazy, nee, so ja. War crazy, aber ich hatte alles richtig außer das und Mathe kann man fummeln. Du hättest in der Schule bleiben sollen. Noriax hat für Revi gewotet, Nick für warum? Noriax, Kevin für Noriax, Revi für Noriax, damit ist Noriax leider draußen. Ich hätte Revi angeschossen. Sag ich, wie es ist, Revi hat jetzt gerade die meisten Herzen. Oder Nick hätte ich auch noch einen angeballert. Schön, schön nochmal alle gleichziehen vor dem großen Finale. Aus Heaven. Hey, tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Dann sind jetzt noch 3 Leute übrig. Das heißt, wenn noch einer von euch rausfliegt, ist schon das Finale.
Heißt, jetzt könnte in der Theorie eine der letzten Runden sein. Alright, 3 Minuten ab jetzt. Kevin, Clementinen sind eine Kreuzung. Aus welchen 2 Obstsorten? Der Apfelsine und der Zitrone. Orangen und Mandarinen. Redi, welches Buch ist das meistverkaufte Buch aller Zeiten? Die Bibel. I guess die Bibel. Ja. Nick, welche Stadt wird als Big Apple bezeichnet? New York. Lass mal ruhig. da ist keiner. Sorry. Da ist keiner. Da ist niemand, Bro. Nein, da ist niemand. Let Silicon the voice Valley? Get to you. Es wäre New York City. Silicon Valley? Was? Silicon Valley? Was? Duisburg, hätte ich jetzt gesagt. Nein. Was? Was? Digga, was? Das ist nicht meine Stadt, Bro. Kevin, welche Farbe hat... Das ist nicht mal eine Stadt, Bro. Ich liebe das, wenn Papa Platte, der wirklich manchmal ganz lost Antworten bringt, so selbstverständlich sagt, ja, das ist nicht mal eine Stadt, Bro. So als ob das wirklich das komplett Selbstverständlichste auf der ganzen Welt wäre. Hat einen Smaragd. Was war die Frage? Silicon Valley? To you. Es wäre New York City gewesen. Was? Silicon Valley? Was? 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 Digga, was? Das ist nicht meine Stadt, Bro. Kevin, welche Farbe hat einen Smaragd? Grün. Grün. Revi, welche Farbe hat einen Rubin? Rot. Rot. Richtig. Welches Sternzeichen hat man, wenn man am 25.09. geboren wurde? Jungfrau. 25. ist Jungfrau. Wer Waage. Kevin, wie viel Sternzeichen? Ja, dann ist es aber gerade der Switch. Sternzeichen gibt es insgesamt? 12. 8. 12. Hä? Okay. Revi, nenne 5 dieser 12 Sternzeichen. Löwe, Waage, Zwilling, Fisch, Widder, Stier, Skorpion und Schlangenbändiger. Spitze, Widder, Krebs oder auch Windbeutel, Steinbock. Steinbock und Waage. Ja, passt. Nick, vervollständige das Sprichwort, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Der sollte nicht mit Steine werfen. Richtig. Nicht mit Steine. Kevin, was ist die größte Religionszugehörigkeit in Deutschland? Christentum. Christlich. Römisch-katholisch. Ich weiß nicht, ob das exakt christlich ist. Ja, das zählt. Das zählt. Aber safe. Oh. Ja, es ist christlich, aber es ist eigentlich Untergruppe. Okay. Was ist Omnivore? Wure. Alles Omnivore ist, wenn ich alles essen kann. Richtig. Ess einfach alles. Arsch. Nick, wie viele Einwohner hat Deutschland? 83 minus, Millionen circa. Es wären plus minus 2 Millionen gewesen und es sind 84 Millionen. Kevin. Ja, mal, bro. In der ganzen, ihr wisst aber auch schon, wen ich meine, ne? Wo fand die letzte bzw. aktuellste Staffel Seven vs. Wild statt? Boah, okay, überleg. Panama. Überleg. Nee, gar nicht. Das ist Kanada. Duisburg. Na, Duisburg ist nicht Kanada. Darmstadt. Richtig. Revi, wann wurde die elektrische Glühbirne erfunden? Die elektrische Glühbirne? Ja. Von Thomas Edison, 1800. Ah, Ende 1800, 1884. Ja, komm, lass mich mal los. 1872 erfunden. 79, aber auch stabil. Oh, Schuger. Komm, das zählt. Na, im Vergleich zum Universum. Bin ich da messerscharf drauf gelandet. Nick, was ist die Hauptzutat von Gnocchis? Kartoffeln. Kartoffeln. Richtig. Und die Zeit ist um. Hör auf! Sieger der Runde wieder einmal. Hakon. Der sie alle im Alleingang erwürgt hat. Lobet den Herrn. Ja, also Leute, Silicon Valley, Digga. Also nein, aber guck mal. Sternzeichen wird noch gemacht. Ich hab's krass wieder gut gemacht mit den anderen Antworten. Das ist crazy. Silicon Valley, Digga, war krank. Oh, ich meinte sie gerade Knotschi? Ja, Knotschi, ne? Stehe hier gerade zwischen den Stühlen, weil Sternzeichen war auch echt schon doof. Knotschi und Schabada. Nick hat gewonnen für Kevin, Revi für Nick und Kevin für Nick. Damit verliert Nick sein zweites Herz und hat mit Kevin zusammen ein Herz. Revi hat noch 2. 3 Minuten ab jetzt. Wo finden die Olympischen Spiele 2024 statt? Darmstadt. Ist auch Saudi-Arabien? Silicon Valley. Paris. Oh, okay. Revi, welche Sprachen spricht man in Belgien? Französisch und Deutsch. Deutsch, Niederländisch und Flämisch, glaube ich noch. Flämisch haben wir gar nicht drin, aber die anderen 3. Aber es könnte, müsste ich nachgoogeln. Nick, wann ist die nächste Bundeskanzlerwahl? 2025. Richtig. 2025. Ja, genau. Ohne Moin. Kevin, wie hieß Charlie Sheens Bruder in der Serie Two and a Half Men?
Alan Harper, Legende. Richtig. Das ist Noriax gerade bei mir zu Hause. Bei mir gestern. Wer ist reicher, Jeff Bezos oder Elon Musk? Elon Musk. Vor aktuell? Ja. Nee, vor 20 Jahren meiner. Oder in 20 Jahren meiner. Crazy Coin Flip. Ich glaube Jeff Bezos doch. Es ist Elon Musk. Ah, krass. Nick, was ist die Gynäkologie? Das weißt du doch, hä? Frauenarzt. Ja, wenn man da unten rein luschert. Scheiße. Wir brauchen wirklich viel mehr Allgemeinbildung für Männer, meiner. Scheiß Erklärung. Also fix den Vote. Nö. Nein, also Gynäkologen sind zum Beispiel, es ist ja Frauenärzte zum Beispiel, ja. Also die halt... Frauenärzte, Frauenheilkunde und zählt rein. Kevin, buchstabiere das Wort Masochist. M-A-S-O-C-H-I-S-D. Das ist jetzt echt schwer, nachdem du es gesagt hast. Rivi vergreift sich auch richtig krass gerade. Ja, ihr schreibt jetzt natürlich einfach Masochist in... Ja, ist auch schon, ist, passt schon. Na, Josh, grüß dich. M-A-S-O-C-H-I-S-T. Ja. Revi, was ist 3 plus 3 mal 3? 3 plus 3 mal 3 sind 12. 12? 9 sind 27. Ja, nie. Ich hab's schon. Komm, geht's. Mathe ist egal. Ich bin Streamer. Ich hatte schon Gründe, warum ich hier sitze und nicht irgendwie in Harvard und irgendwie neue Sexraumschiffe oder sowas für euch entwickle. Was ist auf jeder skandinavischen Flagge zu finden? Liebe Kreuz. Grüße, Bastian. Bei Farben und Streifen. Mart gelöst, Digga. Also, nicht auf jeder sind es zwei Farben. Das richtige Wege sind ein Kreuz. Es gibt auch Flaggen mit mehr als zwei Farben. Kevin, nenne 3 Länder, die zu Skandinavien gehören. Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Das sind 4. Ich habe gewonnen. Dankeschön. Schweden, Finnland und Dänemark. Revi, was ist die Hauptstadt von... Finnland ist nicht Skandinavien, ja, dass ihr seid Rassisten, seid ihr. Natürlich, wenn Finnland zu Skandinavien gehören will, dann ist es ja wohl mal voll strong, wenn das... Lasst doch mal Finnland in Ruhe, ihr Rassisten. Von Finnland. Helsinki. Ja. Hab die Frage nicht gehört, aber die Antwort ist Helsinki. Nick, wie hieß TikTok zuerst? Musical.ly. TikTok. Richtig. Kevin, wer ist Jeff Bezos? Der hat Amazon gegründet. Richtig, aber er ist nicht und mehr da. Die Zeit ist um. Heißt, ihr könnt wieder ich muss kurz was einwerfen. Ich habe gerade nochmal gegoogelt. Jeff Bezos ist momentan reicher. Aktuelles Ding. Das heißt, ich hatte nichts falsch. Das Kreuz hätte man schon wissen können. Das Kreuz, ja. Mühltuch, eigentlich war das die schlechteste Antwort, fairerweise. Ich glaube, Revi hat gelogen, als er gerade gesagt hat, er hat gegoogelt. Meine Meinung. Was will ich sagen? Saudi-Arabien war auch dumm, oder? Okay, das hätte ich auch noch. Alright, Nick votet für Kevin, Kevin votet für Nick und Revi votet für Nick. Damit sind Kevin und Revi im Finale, Nick ist leider draußen. Ich will kurz erklären, Alright. Weil ich finde, das ist mehr Common Knowledge als Ding, als, wie heißt das, als ja, mit Winter. Ja, stimmt, auf jeden Fall, ist valid. Ey, Nick, kuss, dass du dabei warst. Nick, du hast einen geilen Schwanz, mach's gut, Bruder. Bis denn, ciao. Alright, dann seid ihr zwei jetzt im Finale. Also Finale funktioniert so, ihr kriegt dieselben Fragen, habt auch keinen Zeitdruck. Ihr könnt die einfach ohne Zeitdruck beantworten. Einer von euch macht zuerst, da Revi mit Ja, die hätten auf Revi gehen müssen, genau, der hatte jetzt die meisten Punkte. Ist doch klar, dass der jetzt einen Vorteil hat. Da hätte man einfach mal Gleichheit schaffen müssen. Du musst doch immer als Kleiner auf den Großen draufgehen und den zerhacken. Monopole zerschlagen. Er Leben ins Finale kommt, darf Revi einfach entscheiden, ob er zuerst möchte oder ob Kevin zuerst machen soll. Aber nee, so wie in Deutschland, da haben wir uns wieder untereinander bekriegt, anstelle auf die Bönzen zu gehen, meiner. So. Geschichte wieder hölzig. Wofür steht die Abkürzung SMS? Short Message Service. Ich sag dir auch nicht, ob es richtig oder falsch ist, kriegst du das am Ende gesagt. Was ist mehr wert, 100 Euro oder 100 britische Pfund? 100 britische Pfund. Nach Brexit 100 Euro. In welcher Altersspanne findet man die meisten LinkedIn-Nutzer? 8 bis 24, 25 bis 34, 35 bis 54 oder 55 plus? B. Meiner. 35 bis 54, würde ich sagen. Muss das überhaupt nicht, ne? Scheiß Facebook für Jobs, fickt euch alle. Welcher europäische Staat hat die höchste Bevölkerungsdichte? Die höchste Bevölkerungsdichte? Deutschland. Ist es ein europäischer, also muss EU-Staat sein, oder wie? Ach nee. Nicht die höchste Bevölkerung, sondern Bevölkerungsdichte.
Gubi-Deutschland. Ist das? Ein europäischer Staat. Also den man zum europäischen Festland dazuzählen würde, quasi so mäßig. Ich kann kurz schauen. Weil dann ist es sowas wie, dann ist es wahrscheinlich Monaco oder Vatikan. Ich weiß, naja, Vatikan ist am kleinsten. Monaco, würde ich sagen. Wie lautet das chemische Symbol für Nickel? Oh, ist das N, I oder I? Das chemische Symbol für Nickel lautet OH. Keine Ahnung. Ich sag NI. Wie hoch ist die Summe der gegenüberliegenden Augen bei einem Würfel? Ist immer 7. Welche Sprache hat die meisten Wörter nach Wörterbucheinträgen? Jetzt wird's aber saftig gerade. Weiß ich nicht. Englisch. Was ist der zweite Buchstabe im griechischen Alphabet? Beta. Alpha, Beta. Ein Parfüm, jetzt musst du sagen, ob richtig oder falsch. Ein Parfüm besteht aus einer Herz-, Kopf- sowie Basisnote. Die Kopfnote bleibt am längsten erhalten dabei. Falsch. Nein. Nenne die 5 Sinne des Menschen. Sehen, schmecken, riechen, hören und fühlen. Alright, das waren die... Und Twitch Prime. 10 Fragen. Dann kann Kevin jetzt. Dann, Kevin, die erste Frage. Wofür steht die Abkürzung SMS? Short Message Service. Boah, es wird irgendwas mit Mobile Service am Ende sein. Aber es ist das Erste. Oh, keine Ahnung. Sending Mobile Service. Ich habe keine Ahnung, Bro. Was ist mehr wert? 100 Euro oder 100 britische Pfund? Ja. Pfund. In welcher Altersspanne findet man die meisten LinkedIn-Nutzer? 18 bis 24, 25 bis 34, 35 bis 54. Ja, sie hat vorhin aber eine mehr vorgelesen, ne? Ich bleib trotzdem hier. Jetzt bleibe ich trotzdem bei B. Oder 55 plus? Ich würde sagen 25 bis 34, war das was? Hat er die Antworten von Revi nicht gehört? Ich glaube, der saß ja hinten auf dem Sofa bei sich. Aber er kann ja trotzdem andere geben, wenn er der Meinung ist, dass Revi falsch geantwortet hat, oder? Ja, ne? 25 bis 34 war was, ja. Welcher europäische Staat hat die höchste Bevölkerungsdichte? Boah, die Dichte. Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür was Kleines gehen sollte. So, ich sag Monaco. Wie lautet das chemische Symbol für Nickel? Ni, weiß jedermann. Ni. Wie hoch ist die Summe der gegenüberliegenden Augen bei einem Würfel? Ah, ist immer 7. Jeder weiß das. 7. Welche Sprache hat am meisten Wörter nach Wörterbucheinträgen? Ich kann mir irgendwie vorstellen Deutsch, aber ich glaube nicht. Ich denke mal sowas wie Japan. Japanisch? So Japanisch. Ich sag Chinesisch. Was ist der zweite Buchstabe im... Nee, ich würde sagen Japanisch. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage eben schon mal beantworte, aber ich gehe mit auf Japanisch gehen. Griechischen Alphabet. Beta. Also jetzt musst du antworten mit richtig oder falsch. Ein Parfüm besteht aus einer Herz-, Kopf- sowie Basisnote. Die Kopfnote bleibt am längsten erhalten dabei. Warte mal, gehörte dieser, der andere Part zur Frage mit dazu? Nee, also das ist ein Fakt. Fakt ist, Parfüm besteht aus Herz-, Kopf- und Basisnote. Okay, dann nein, dann falsch. Okay, dann falsch. Nenne die 5 Sinne des Menschen. Fühlen, hören, riechen, sehen, schmecken. Bro, schmecken. Natürlich schmecken. Fuck. Alright, dann habt ihr beide die 10 durch. Crazy. Alright, okay, crazy. Also Spoiler kann ich schon mal sagen. Ich glaube, wir hatten noch nie eine Finalrunde, wo so viel richtig war. Also wir hatten beide ultra strong. Die sehr stark, Kevin. Erste Frage war, wofür steht die Abkürzung SMS? Da hat Revi Short Message Service und Kevin hat Sending Mobile Service. Und das hat Revi richtig. Oh mein Gott, warum bin ich nicht auf Short gekommen? Natürlich. Dann war die zweite Frage, was ist mehr wert, 100 Euro oder 100 britische Pfund? Da hat Revi gesagt Euro und Kevin hat gesagt Pfund. 100 britische Pfund sind 116 Euro, dementsprechend sind 100 Euro mehr. Das heißt, Kevin hat das richtig und Revi hat das falsch. Nee, 100 Pfund sind mehr, oder? Ja. Das ist, glaube ich, versprochen. 100 Pfund ist mehr. Mehr, ja. Dann war die dritte Frage. In welcher Altersspanne befinden sich die meisten LinkedIn-Nutzer? Da hat Revi gesagt 34 bis 54 und Kevin hat eins drunter genommen und zwar 25 bis 34. Und richtig, wenn da Kevins Antwort 25 bis 34 mit krass. 60%. Boom, Digga, let's go. Ja, die ganzen Entrepreneure. Dann, die übelste Boomer-Plattform. Das ist dann wieder zu Hightech für die Ultra-Boomer, weißt du? Ja. Check. Und ich glaube, die ganzen jungen Leute machen das so automatisch, weil da, glaube ich, aktuell viel auch in dieser Marketingbranche und so vernetzt wird. Also 60% sind 25 bis 34. Die nächste Frage, die hattet, war, welche europäische Stadt hat die höchste Bevölkerungsdichte? Da hat Revi gesagt, Monaco. Europäische Stadt oder Staat?
Ah, ist wahrscheinlich trotzdem irgendwie Vatikan oder so. Monaco. Und Kevin hat auch gesagt Monaco. Boah. Richtig krass, dass ihr drauf gekommen seid, ist richtig. Dann hattet ihr, wie lautet das chemische Symbol für Nickel? Da hatte Revi NI und Kevin auch NI. Das ist bei euch beiden wieder richtig. Oh. Crazy, Bro. Mega, let's go, ey. Dann hattet ihr Virus, die Summe der gegenüberliegenden Augen bei einem Würfel. Da hattet ihr beides. Kevin cheatet. Nee, glaube ich nicht. 7, beide richtig. Oh. Stark. Dann hattet ihr, welche Sprache hat die meisten Wörter nach Wörterbucheinträgen? Da hatte Kevin Chinesisch und Revi hatte Englisch. Richtig ist da Englisch. Oh, was? Heißt, wirklich? Ich dachte, ich das irgendwie, weil die so Wörter nicht kombinieren und so Scheiß. Nee, es gibt so voll die crazy abgefahrenen Wörter im Englischen. Dann war die nächste Frage, was ist der zweite Buchstabe im griechischen Alphabet? Da hattet ihr beide Beta, das ist bei euch beiden richtig. Ja. Wir sind aber trotzdem Alphas. Sorry. Dum, 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 dum. Da müsst ihr jetzt direkt so eine TikTok-Musik reinballern. Sorry. Dann hattet ihr ein Parfüm, das Herz, Kopf sowie Basisnote. Die Kopfnote bleibt am längsten dabei erhalten. Ja, ihr habt beide gesagt, dass es falsch ist. Das heißt, ihr habt es beide richtig. Nice. Dann hatten wir nenne die 5 Sinne des Menschen. Da habt ihr beide gesagt, sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. Fühlen ist eigentlich tasten, aber es ist auch im Endeffekt dasselbe. Ihr habt auch dasselbe gesagt. Dementsprechend habt ihr es beide richtig eigentlich. Heißt, crazy. Ihr habt beide 2 falsch, 8 richtig. Oh, wir haben beide gewonnen. Was? Ich krieg jetzt nochmal 10 Fragen. Wir haben beide gewonnen? Nee, das gibt's nicht. Nein, es gibt nur Gewinner und Verlierer. So einfach machen wir es uns nicht. Crazy. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, Digga, wir gehen in die Verlängerung. Aber das war wirklich super krass. Also ich glaube, 8 von 10 richtigen im Finale hatten wir tatsächlich noch nie. Frage 1. Wie heißt Paprika? So, guck mal hier. Wir sehen was nochmal. Kevin hört's nicht. Die Kopfhörer liegen hier auf dem Tisch. Auf Englisch. Paprika auf Englisch. Paprika. Pepper. Wofür steht G? Gut, sehr gut. ZSZ. Gute Zeiten, schlechte Gute Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. In welchem Land heißt die Hauptstadt Quito? Afrikanisches Land. Ich hab keine Ahnung. Fucking Guatemala, I don't know. Wofür steht das häufig Land. Unter Briefe gesetzte PS? Postskriptum. Wie viele Pins müssen beim Bowling umfallen, um einen Strike zu erhalten? Alle 9 ist Kegeln 10. 10. In welcher Stadt ist man angekommen, wenn man auf dem Flughafen Haneda gelandet ist? Haneda? Mhm. Hannover, keine Ahnung. Also Hannover-Antwort? Nee, Hannover heißt bestimmt so richtig deutsch H. Hannover heißt irgendwie bei der HN oder so, keine Ahnung. HVN. Haneda, keine Ahnung. Hanoi, ich sag Hanoi. Brad Pitt und Angelina Jolie wurden 2005 ein Paar und spielten im selben Jahr eine Hauptrolle in welchem Film? Mr. und Mrs. Smith. Mr. und Mrs. Smith, das weiß ich, den habe ich damals geguckt. Wie heißt der flächengrößte Staat in den USA? Texas. In welcher TV-Serie spielen Serena, Blair und Chuck eine Rolle? Fucking House Anubis, keine Ahnung, weiß ich nicht. Serena, Blair und Chuck. Oh, Bird. Ich habe gestern Fallout gesehen. Also ich habe Fallout weitergeschaut. Und da kam dann der amerikanische Vorname Bird und der wurde auffallend oft wiederholt. Bird. Oh nein, Bird. Bird. Welches Getränk wird mit Cola Küst Orange beworben? Mezzo-Mix, aber Red Bull ist besser. Okay, richtig, dann falsch, richtig falsch. Wir sind fertig. Was? Kevin ist dran. Bird Wie ist heißt cool. Paprika auf Englisch? Pepper. Paprika. Für was steht GZSZ? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. In welchem Land heißt die Hauptstadt Quito? Ja, Basti, es tut mir so leid. Man hat heute früh noch GeoGuessr-Stream geguckt. Klingt irgendwie wie sowas Asiatisches, aber not sure. Oder so Südamerika. Chile. Wofür steht das häufig unter Briefe gesetzte PS? Alter, das ist überschwer. Ich weiß nicht, ob das was Englisches ist. Ich glaube nämlich nein. Ich würde jetzt irgendwie so sagen Passé oder so. Ich bin mir nicht sicher. Passé? Wie viele Pins müssen beim Bowling umfallen, um einen Strike zu erhalten? Alle. Wie viele sind das? Es ist faktisch, aber keine falsche Antwort. Ne? 10. Beim Bowling? Ja, beim Bowling 10, ja. In welcher Stadt ist man angekommen, wenn man auf dem Flughafen Haneda gelandet ist? Haneda. Frankfurt-Hahn, ey, echt keine Ahnung. Digga, what the fuck? Boah, Alter.
Amida. Argentinien. Argentinien ist keine Stadt. Oh, sorry, ich habe Land verstanden, mein Bad. Brad Pitt und Angelina Jolie wurden 2005 ein Paar und spielten im selben Jahr eine Hauptrolle in welchem Film? Silicon Valley. Oh, Alter, what the fuck. Doch, hier irgendwie Mr. und Mrs. Black oder so, hieß es so? Smith, Mr. und Mrs. Smith, das war's. Wie heißt der flächengrößte Staat in den USA? Immer noch Texas. In welcher TV-Serie spielten Serena? Nevada? Ach, Kevin, Alter, du bist doch sogar Amerikaner. Na gut. Nevada ist nicht mal so richtig groß, ne? Kalifornien wäre jetzt noch huge. Aber Texas ist so das Bayern halt, ne? Tina, Blair und Chuck eine Rolle. Digga, tote Mädchen lügen nicht. Welches Digga, Getränk wird mit Cola küsst Orange beworben? Mezzomix. Okay, dann sind... Scheiße, es ist vorbei. Kevin hat verloren, glaube ich. Der fertig. Bro, hast die Frage mich gefickt, Digga, ich wusste gar nichts. Okay, also, die Frage war, die erste, was heißt Paprika auf Englisch? Da hat Kevin gesagt Paprika und Rewe gesagt Pepper. Gibt auch Leute, die sagen, das heißt Pepper auf Englisch, aber das sind auch einfach Menschen, die am Leben vorbeigehen. Jeder, der ernsthaft der Meinung ist, dass Paprika auf Englisch Pepper heißt, soll jetzt hier zwei Giftsubs raushauen. Ansonsten kann ich euch auch überhaupt komplett gar nicht ernst nehmen. Irgendwas, was die Legenden-Meme, Digga. Richtig ist auf jeden Fall Pepper, heißt Rebi hat's richtig. Richtig, sie hat auch gesagt, heißt Paprika. Richtig. In welchem Land ist die Hauptstadt Quito? Da hatte Rebi Guatemala und Kevin hatte Chile. Das ist von euch beiden falsch, das war Ecuador gewesen. Wofür steht das häufig unter Briefe gesetzte PS? Das hatte nur Rebi richtig, das ist Postscriptum. Wie viele Pins müssen beim Bowling umfallen, um einen Strike zu erhalten? Das habt ihr beide richtig, das habt ihr beide 10. Kein einziger Gift-Sub, das heißt, ihr gebt mir alle recht. Perfekt. Sehr gut. In welcher Stadt ist man angekommen, wenn man auf dem Flughafen Haneda gelandet ist? Da hatte Revi erst Hannover, dann Hanoi und Kevin hatte Argentinien. Das ist von euch beiden falsch, das ist Tokio. Krass. Oh, dann Brad Pitt und Angelina Jolies Film, habt ihr beide richtig, das ist Mr. Das war crazy, Smith. Bro, ich hab mich so für dich gefreut, dass du den kennst. Das war so lucky, ich bin wirklich so ein Opfer, wenn es darum geht, um Filme zu kennen. Dann das man nächste war der flächengrößte Staat in den USA. Revi hatte Texas, Kevin hatte Nevada. Hab ich auch überlegt. Beiden falsch, es ist Alaska. Okay. Fucking Alaska, weil voll vercheckt, ja. Oh mein Digga, man vergisst da oben das immer. Am Nippel da oben, ne? No joke. Dann in welcher TV-Serie? Ist wirklich Alaska? Texas, Kevin hat in Nevada. Hab ich auch überlegt. Von beiden falsch, es ist Alaska. Okay. Oh. Ich dachte, Texas ist trotzdem größer. Richtige Antwort wäre übrigens Silicon Valley gewesen. King Alaska, weil voll vercheckt, ja. Oh mein Digga, man vergisst da oben das immer. Am Nippel da oben, ne? No joke. Dann, in welcher TV-Serie spielen Serena? Irgendwie mal für, weiß ich nicht, wie viele Millionen, für 4 Millionen Dollar oder so von Russland einfach abgekauft. Blair und Chuck eine Rolle, da hat Revi Haus Anubis und Kevin hat tote Mädchen lügen nicht. Richtig wäre gewesen Gossip Girl. Oh, alle drei aber tatsächlich relativ nah beieinander storyline-mäßig. Bro, Haus Anubis, Digga. Ist auch krass. Als ob da jemand. Ich hatte meiner Frau vorhin gesagt, dass das Format ist, was ich hier heute sehen möchte. Ratet mal, wer seit 20 Minuten saugt. Okay. Tja. Zieh einen Stecker. Also nicht bei der, also hier beim ihr habt wahrscheinlich einen Akku dran, ne? Ihr seid so moderne Leute, so beutellos und mit Akku. Ich kann meinen Staubsauger per Sprachsteuerung starten. Dann fährt er hier rum und kehrt alles schön zusammen. Stecker hat viel mehr Leistung. Ach, ihr habt ja alle überhaupt keine Ahnung von Staubsaugern. Zeit für ein ordentliches Staubsauger-Placement, damit ich euch mal zeigen kann hier, was hier mal, hier würde komplett gesaugt. Den Stream nenne ich dann auch irgendwie We Suck oder so. Blair heißt, what the fuck. Dann hattet ihr noch, welches Getränk wird mit Cola küsst Orange beworben. Da hattet ihr beide Mezzomix. Das ist richtig von euch beiden. Damit hat Revi 6 richtige Antworten und Kevin 4. Also auch ohne die Paprika hat Revi gewonnen. Crazy Aber ein super starkes Krass, Finale gewesen. So tight von uns beiden. Richtig geil. Ey, Claps für Toni in den Chat. No joke. Ja, vielen Dank, Mann. Das war richtig regelmäßiger geil. Regelmäßiger Mann. Das hat so gebockt. Das war aber auch wirklich gut. Ne? Das hat auch beim Zuschauen und Mitraten viel Spaß gemacht. Da würde ich mich wirklich ohne Scheiß mal freuen, eingeladen zu werden. Da hätte ich erstmal nicht mal so auf Fame-Basis abgestaubt,
sondern so, weil ich es halt mega spaßig finde, dabei sowas mitzuquizzen. Hello, Rieft, if you interested in having me as a professional quiz gamer, please invite me to your format. I will do it just for the honor. I thank you so much. And yes, thanks. And I already won this again, like yesterday. Zu machen, boah, das hat sich angefühlt, als wäre das so 3 Jahre her. Das war sehr ja, nice. Wirklich. So wichtig, ja, danke, dass du jetzt mal dabei warst, wirklich. Ja, Mann, sehr nice. Hat richtig Bock gemacht, danke für die Einladung. Finale. Dankeschön. Okay, krass, war eine krasse Runde, Mann. Es war wirklich eine krasse Runde, der Dümmste fliegt. Das war eins der spannendsten Finale, die wir je hatten. Und 8 von 10 Fragen hatten wir, glaube ich, nie. Das war crazy. Krass, dass du auf die Beine stellst, dafür, dass du so neu bist auf Twitch. Ja, Mann, wirklich. Ich bin quasi ein Newcomer. Cool. Sehr gutes Video. Wir haben auch gestern noch beschlossen, dass wir den ersten Teil auch bei YouTube hochladen. Ich weiß noch gar nicht, bei welchem Kanal, um ehrlich zu sein. Aber dann, vielleicht laden wir die auch direkt hinter, ne? Wenn ihr das jetzt zufälligerweise am gleichen Tag geguckt habt, dann habe ich gegönnt. Macht's gut, YouTube, und kommt mal auf Twitch rüber. Auch gerne mit euren Freunden, Familie, Partnern, was halt gerade so weg muss, ne? Immer wieder twitch.tv/harkon.